Sollten wir vielleicht die Polizei rufen? Wir halten nicht an! Wir halten nicht an! Hallo? Am 23. Oktober erscheint mein neuer Psychothriller Das Geschenk. Und ich habe vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet. Es haben sich unglaublich über 25.000 Menschen beworben und wir haben einige wenige ausgesucht, die glauben, dass ich tatsächlich zu ihnen nach Hause komme. Ich habe eine kleine Planänderung gemacht. Ich werde sie von zu Hause weglocken und auf eine Reise schicken. Eine Reise, die auch Milan Berg antritt, die Hauptfigur. Er ist Analphabet und er sieht etwas sehr Merkwürdiges. Etwas, was er nicht lesen kann. Und das ist so furchteinflößend, diese Situation. Genau diese Situation erleben jetzt die Auserwählten. Wir gucken mal, was passiert. Hi, hier ist Sebastian. Sebastian Fitzek. Hallo Sebastian. Geht's dir gut? Ja, noch ja. Noch ja. Du, pass auf. Es tut mir schrecklich leid, es gibt eine kleine Planänderung. Ich würde dich bitten, dass du zu mir kommst. Wenn es dir nichts ausmacht, ich habe auch einen Wagen für dich schon bestellt. Der müsste jetzt in dieser Sekunde vorfahren. Ja, in der Tat. Der Pfarrer weiß, wohin es geht. Und ich habe nur zwei Bitten. Erstens, bitte nimm das Handy mit und zweitens, beeilt euch ein bisschen, okay? Oh, bis gleich. Tschüss. Dankeschön. Guten Abend. Wo soll's denn hingehen? Immer mal gucken, keine Ahnung. Du weißt alles, hat er gesagt. Ja. Ich habe keine Ahnung, der Fahrer weiß Bescheid. Ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Ach so. Aber Sebastian Fitzek kennst du bestimmt. Nö. Nee. Nee. War das ein Auto, ja? Ein Auto. Nee, kenn ich nicht. Na, vielleicht gleich. War das nicht? Nee. Autor? Psychozeller? Und das war der am Telefon gewesen? Also oder? Ich hoffe es. Ich habe ja mit ihm noch nie vorher telefoniert. Ach so. Ja. Ich meine, es kann natürlich auch immer irgendjemand sein, ne, der einen veräppelt. Meine Tochter ist 25, wisst ihr? Also wenn die mir jetzt so was erzählen würde, weiß denn jemand, wo du bist jetzt? Naja, eigentlich nicht. Wie kommt man auf die Idee, sich mitten in der Nacht zu verabreden? Kennst du den? Du, mit dem du dich jetzt verabredet hast? Ich persönlich. Was ist mit der nicht in Ordnung? Keine Ahnung. Hast du das gesehen? Ja, was war denn da? Keine Ahnung. Schild? Ja. Steht da drauf. Weißt du das? Helft mir. Aber ich finde es sehr suspekt. Helft mir? Was steht da drauf? Ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wo bleibt ihr denn? Naja, du wirst es nicht glauben. War wahrscheinlich doch. Hier ist ein Mädchen im Auto und hier hält ein Zettel an die Scheibe. Und guckt ängstlich. Da sitzt ein Mädchen drin. Wir stehen jetzt hier gerade an der Ampel und da sitzt. Ja. Guckt ganz gut. Ich kann das nicht lesen. Hilf nicht mir. Lesen? Wie, was kannst du nicht lesen? Sind nicht meine Eltern. Da ist die heult doch da drin. Ja, ich heul auch gleich. Weiß nicht, sollten wir vielleicht die Polizei rufen? Lies nicht. Jasmin, hast du es auch gesehen? Ich konnte es nicht lesen. Das sind nicht ihre Eltern oder so. Okay, pass auf, dann tu mir einen Gefallen und fahrt mal dem Mädchen hinterher, okay? Fahr mal hinterher. Ach du Scheiße, ey. Fahr mal hinter dem. Okay. Okay. Bis gleich. Ciao, ciao, ciao. Ist völlig durch. Wo wollen wir denn jetzt hin? Gibt's hier Kotztüten oder so? Nee, gibt's natürlich nicht. Tun mir bitte dir Fallen und kotzt mir nicht ins Auto voll. Schachtel. Ja, genau. Dann nimm bitte die Schachtel. Und jetzt gibt der oder erst. Warte mal, ich versuch da mal dran zu bleiben daneben. Guck mal, jetzt ist der weg völlig. Wo ist denn der? Nee. Warte mal. Wir halten nicht an. Wir halten nicht an. Kannst du die sehen? Guck mal. Ja.
glaube, wir sollten jetzt die Polizei rufen. Siehst du den irgendwo? Nee. Wo ist da dein Auto hin? Ich weiß nicht, wir können auch zurückfahren. Das ist das Auto. Ja. Was sind die jetzt? Da ist gar keiner mehr drin. Ey, ihr verarscht mich doch jetzt hier alle, oder? Ich steig hier nicht aus. Ich kann da nicht aussteigen. Sie steigen aus, okay? Aber du wartest ja, oder? Ja, klar. Warten Sie im Auto. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Warten Sie hier. Nee, verzichte lieber auf das Geld, ehrlich. Kannst du ganz kurz beschreiben, wie es für dich war? Ja, super natürlich. Aufregend. Und dann war ich wirklich kurze Zeit in so einer Paniksituation. Ich hatte echt Angst. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das Auto nehme und einfach wegfahre. Sehr gut. Hat sie mich gefragt. Mir war schlecht. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Ja. Und trotzdem schön.